Alright. Runde 3 sieht fair aus. Spielen wir zuerst Savant oder Pegasus und wahrscheinlich spielen wir einfach die Karte, die ein bisschen mehr Damage macht. Ich glaube, wir wollen nichts davon. Wir wollen eher unsere High-Pressure-Flieger haben. Simic, alright. Naja, machen wir wieder das Feenerlebnis. Ja. Passiert, hm? Auf jeden Fall kein Grund, hier ein Slimebein zu benutzen. Sad. Creature Control gibt es Zombie Damage. Okay. Jetzt wäre es natürlich cool, ein Land zu haben. Chillbringer. Wow. Damn. Den wollen wir natürlich sehr gern haben. Aber den jetzt zu ziehen, heißt, dass wir da nichts benutzen. Dovin zieht auch keine Karte, ne? Chillbringer ist schon klasse, aber ich glaube, wir können es uns nicht leisten, den zu haben. Wir wollen ja irgendwie auch auf die 6 Mana kommen. Ja, wenn wir jetzt ein Land ziehen, wäre natürlich richtig gut. Okay, Land it is. Huh? So, jetzt ist die Frage, was wir damit machen. Entweder einen Topter oder größer. Angreifen geht nicht wirklich, ne? Ne. Also müssen wir einen Topter machen. Okay, was fair ist. So, und jetzt muss unser Gegner schon überlegen. Weil wir haben eigentlich ganz gute Blocks. Der darf nicht angreifen. Wenn der angreift, muss er pumpen. Ja, interessante Blocks, ne? Also wir könnten entweder sagen, wir doppelblocken den, wobei dann unser Gegner nicht dazu veranlasst wird, zu pumpen. Das Problem ist, wenn unser Gegner den pumpt, dann ist der eine fliegende Mauer, die wir nicht mehr loswerden. Mit 4 Toughness. 4 Toughness ist leider stark genug, um unsere anderen beiden Exoten. Er bounced den Token. Okay. Das ist, glaube ich, gut. Das kostet 3 Mana, ne, es kostet 4. Okay. An dem Punkt. Könnten wir Dovin auf 1 gehen lassen? Oder wir essen einfach den Duelist und machen den kleiner? Ich glaube, das ist fair. Wir gucken erstmal, ob das hier passiert. Und dann essen wir den da. Ha! Na, Fee, wie fühlt sich das an, gegessen zu werden? Sky Tether. Das hätte nicht, wäre natürlich gut für den da, ha? Aber wir müssen wahrscheinlich. Ha. Stark.
Ja, die beiden müssen den blocken und das Sky-Tether muss den da aufhalten. Wir könnten, achso, der kriegt ja keine Marke, weil wir ihn nicht plus gemacht haben. Okay. Schwierig. Schwierig, schwierig. Aber in dem Fall war Dovin 3 Mana, macht 3 Top da. Was natürlich durchaus klasse ist. So, wenn der angreift, doppelblocken wir den auf jeden Fall. Und es ist auch ziemlich sicher, weil Pumpen heißt, also ziemlich, ist ein bisschen sicherer. Pumpen heißt, dass Mana ausgegeben werden muss und so. Okay. Land? Nee. Jetzt machen wir auf jeden Fall Plus. Und spielen das da. Und greifen für 1 an. Dann kriegt Dovin eine Marke mehr, das ist nice. Und jetzt greift der an und wir müssen den Token opfern, damit er nicht stirbt. Heißt das, dass wir. Achso, ne, wir kriegen keine. Zwei davon, alright. Das heißt, wir machen einen Token. Alright, Dovin macht hier ganze Arbeit und spielen den Skyguard. So, und jetzt können auch beide gepumpt werden, ne? Right. 6-6 ist natürlich heftig, weil 6-6 heißt, dass wir nicht mit den drei übrigen Kreaturen blocken können. Sondern es müssen die beiden sein. Unangenehm. Oder wir ignorieren das einfach und blocken mit zweien. Wir blocken mit den beiden. Können auch Dovin einfach sterben lassen. Wir lassen Dovin sterben, dann greifen wir für 8 an, unser Gegner geht auf 11. Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Unser Gegner geht auf 11. Und wir haben dann. Ja, okay. Ach so, halt. Der macht keinen Schaden. Ja, vielleicht alles ein bisschen optimistisch. Alright, Slimebind ist gut. Der kann immer noch Fliegen kriegen, ha? Huh? Ja, okay. Geil. Und der kann immer noch pumpen. Ich hätte gern Plan B wieder zurück. no attacks. So, aber an dem Punkt hoffentlich schaffen wir das, wenn wir. Der da, ja. Wenn unser Gegner den Skyguard zuerst nimmt, dass wir den mit Slimebein kriegen. Ansonsten machen wir das so. Ja.
viele dicke Kreaturen. So, ich habe keine Ahnung, welche jetzt zuerst oder zuletzt ist. Passiert hier noch irgendwas? Der wird 3-3. Okay. So, hoffen wir mal, dass unser Pegasus zuerst ausgewählt wurde. Also, um Schaden zu kriegen. Sieht so aus, ne? Alright. Untap lands. Deal. I'm not afraid. Du kannst immer noch pumpen, ne? Ja, okay. Na gut, dann haben wir keine Angriffe. Aber jetzt können wir immer den 2-6er töten. Ist auch was. Und wir haben einen Angreifer mit dem Flieger. Alright, alright, alright. Das heißt, im Moment sind wir vorne auf dem Board. Ich weiß nicht, ob wir es mit Dovin geschafft hätten, da hinzukommen, aber so sieht es immerhin ganz fair aus. Ja, jetzt sind wir nicht mehr vorne. Den. Nehmen wir 6. Wir können den umbringen. Aber dann geht unser Flieger drauf. Der enttappt nochmal nicht, ne? Wir brauchen aber die beiden, um den kaputt zu machen. Das heißt, wir müssen nehmen. Und das leider nochmal. Essence Counter ist nice. Essence Capture wäre geil, wenn wir da eine Marke auf unseren Messenger legen können. Das ist sogar sehr gut, ja. Alright, ich glaube, wir sind wieder zurück vorne. Unser Gegner greift an. Ja, den müssen wir nehmen. Geschmeidige 12 Schaden von einem 2-Drop. Und den countern wir. Nice, okay. Hallo. Alright, Angriff. Ah, der hat kein Vigilance. Right. Interesting. Wie der Mentor. Der Mentorflieger hatte Vigilance, ne? So. Moment, sind wir anscheinend sehr gut, keine Länder zu ziehen. Damn. Ja, jetzt muss wieder der Frosch dran glauben. Der arme Frosch hat doch nichts getan. Der Knife-Linker. Ja. So, in dem Fall machen wir natürlich das da und bringen den da um. Gibt uns natürlich auch ein bisschen Puffer wieder, Leben verlieren zu können.
Wie stehen wir jetzt gegen das Board? Wir haben einen 3-4er und einen 3-3er. Die essen den 5-5er oder den 6-6er gut auf. Ja, also im Moment geht das noch alles. Jetzt haben wir nichts gezogen. Das heißt, wir hoffen mal, dass unser Gegner jetzt auch nichts zieht. Ja, 18, 18 Karten. 8 Länder. Das heißt, es sollte noch 10 Länder oder so haben. Okay. Wir haben beide natürlich noch sehr viel Länder am Start. Ja, ich kann nicht angreifen. Da scheint Simic natürlich sehr stark die ganzen Kreaturen benutzen zu können, um sie größer zu machen. Na komm. Chillbringer. Das ist leider nicht nichts. So ein bisschen das Gegenteil von nichts. Sogar sehr viel nicht nichts. Jetzt müssen wir den 6-6er wahrscheinlich jumpen. Die können den 5-5er aufessen. Ja, wahrscheinlich müssen wir das so machen. Dann, dann, dann gehen wir auf 7. Plains brauchen wir nicht. Nicht super dramatisch. Heißt, wir können nochmal scryen, ist auch ganz nett. Wir blocken. Bäh, wo kommen denn diese ganzen Sachen her? Ah. Wie viele Länder? 15. So, 9 Länder in 15 Garten. Wir müssen es nur überleben. Ach, der hat Haste. Okay, jetzt wird es, glaube ich, knapp, ha? Der pumpt den. Wir blocken die beiden, kriegen 6. Der pumpt den. Alright. Ändert nicht viel daran, dass wir so blocken müssen. Jetzt kriegen wir unseren Flieger wieder. Alright. Das Slimebeins war ein bisschen unbeeindruckend. Das heißt, wir werden auf jeden Fall so eins gegen das da austauschen. Und das Untapped-Kreaturen oder was? Na gut. Ich glaube, das hier ist auch ganz fair. Wir kommen, glaube ich, schon dahin. Was wollen wir dann nicht? Der hier wirkt schlecht, wenn er aufgegessen werden kann. Alright. Na, wir hätten wahrscheinlich diesen Edel reinbauen sollen. Der pumpt. Aber na gut. So. Play first. Alright. Wir nehmen natürlich jedes Land, was wir finden können. Vorzugsweise blaue Länder. Ich glaube, den packen wir nach unten.
Und das Dispose können wir ziehen. Ist ein bisschen gegambelt. Geil wäre es natürlich, wenn wir jetzt ein blaues hätten. Da könnten wir diese Fee-Counter eine Marke drauflegen. Okay, unser Gegner nimmt Cheerbringer. Den hoffen wir, in unserer nahen Zukunft countern zu können. Okay. Tappen will ich nicht unbedingt was. Allerdings muss ich vielleicht tappen, um Länder zu ziehen. Nee, ist glaube ich fair. Wir werden auf jeden Fall den kleiner machen. Man hätte jetzt um Frilled Mystic rumspielen können, der was countert, aber ich glaube, wenn der gecountert wird, ist es fair. Ich habe deutlich bessere Karten. Okay. Wenn jetzt der 5-Mana-Dude kommt. Ja, den werden wir auf jeden Fall tappen. Wie ich mich kenne, oder wie man Magic kennt, ist das natürlich das Land. Nee, okay. Insel? Insel wäre nice. Keine Insel. Der da, ja. Interesting. Ich werde ihn mal nehmen. Keine Ahnung, was hier so direkt passiert. Können die wieder enttappt werden? Scharko irgendwer. Sure. Man hätte auch überlegen können, ob man den im Angriff vielleicht wegnimmt. Also nur mit einer Kreatur angreifen und zu blocken, weil das Problem ist, dass er halt mit dem Fliegen die Tokens wieder aufhalten kann. Fände ich auch nicht schlimm. Weißt du gar. Sehr sinnvoll. Unser Gegner hier 4 Mana benutzt, um den Lifelinker zu tappen. Und anzugreifen, dann greifen wir einfach zurück an. Bounce den. Sure. Also dann würden wir mit dem blocken und dann die Token benutzen, um anzugreifen. Jetzt allerdings, bringt das nicht besonders viel. Insofern lassen wir das durchgehen. Länder gibt es immer noch nicht. Noch einer davon. Ja, okay.
Gehen wir auf 7. Könnte besser laufen. Wenn unser Gegner genau nichts hat, dann glaube ich, geht's noch. Wenn jetzt natürlich irgendwas kommt, was das besser macht. Irgendwie Bounce und Pump. Slimebind. Alright. Auch okay. Das heißt, der hier kann nächste Runde den blocken. Und dann den Flieger. Oh, es kommt noch ein Flieger. Okay, jetzt brauchen wir ein Land. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall ein Land. Right. Na, wir müssen ja den legen, der dann den Chillbringer töten kann. Ja, Counterspell können wir nicht gebrauchen. Dann können wir nochmal den legen und den tot blocken. Und dann uns irgendwie über eine Menge Chumps an den 5-5er ranarbeiten. Gucken wir mal. Das heißt, unser Gegner muss eine Menge Länder ziehen. Na? Sieht nicht aus wie ein Land. Nee, du bist kein Land. Sphinx, ha? 4, 3. Können auch nichts tot blocken. Die Sphinx blockt zwar den da tot oder den mit einem Token. Achso, nee, wir müssen ja alles blocken. Das heißt, die haben dann zwei Kreaturen als Gegner und wir können nichts ziehen, was zwei Kreaturen macht. Alright, naja, das hätte nicht sein sollen.